Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns mit Hilfe von erzeugenden Funktionen anschauen, wie wir eine geschlossene Formel für die Folgenglieder einer Rekursionsgleichung finden können. Dazu werden wir im Verlauf geometrische Reihen benötigen. Und in der allgemeinen Form ist das einfach die Summe über alle x hoch n ist 1 durch 1 minus x. Wenn wir einen Vorfaktor a haben, wird daraus 1 durch 1 minus ax. Und wenn wir hier eine Potenz haben, brauchen wir einen zusätzlichen Vorfaktor als Binomialkoeffizient. So viel dazu. Wir schauen uns jetzt erstmal in der Theorie an, wie das allgemeine Vorgehen aussieht. Also da gibt es einen Algorithmus für, wie wir an die ans kommen. Und das geschieht darüber, dass wir die Koeffizienten der erzeugenden Funktion berechnen. Dazu wollen wir zunächst a von x als rationalen Ausdruck, also irgendwie bruchabhängig von x, umformen, um dann eine Zerlegung des Polynoms im Nenner in Linearfaktoren durchführen zu können, worauf aufbauend dann die Partialbruchzerlegung für a von x berechnet werden muss. Und dann haben wir zwei Darstellungen von a von x und können mit Hilfe Koeffizientenvergleichs dann an bestimmen. So viel in der Theorie. Das ist natürlich jetzt erstmal sehr abstrakt. Dementsprechend schauen wir uns das Ganze für ein Beispiel an. Das Beispiel ist jetzt eine homogene lineare Rekursionsgleichung der Ordnung 3. Das liegt daran, dass wir für Ordnung 1 und 2 bereits in einem Video gesehen haben, dass es da eine feste Formel jeweils für gibt. Dementsprechend ist alles unter der dritten Ordnung auch gar nicht interessant und lohnt sich auch gar nicht, dass wir dafür diesen Algorithmus anwenden. Dementsprechend ist das Beispiel jetzt hier auch schon etwas komplizierter gewählt. Genau. Also schreiben wir erstmal auf, a von x ist gleich a0 plus a1x plus a2x² plus Summe von n größer gleich 3 an x hoch n. Also wir haben ja an sich diese Darstellung, aber wir kennen ja bereits diese drei Folgenglieder. Dementsprechend müssen wir hier unsere Summe erst ab n größer 3 darstellen, was natürlich genau mit diesem übereinstimmt. Das heißt, wenn wir das hier einsetzen, haben wir 1 plus 5x plus 19x² plus Summe von n größer gleich 3. Jetzt setzen wir hier diesen Ausdruck ein. 5 mal a n minus 1 minus 7 a n minus 2 plus 3 a n minus 3 mal x hoch n. So. Das wollen wir jetzt umformen, dass im Idealfall wieder etwas von dieser Form dort steht. Insbesondere haben wir jeweils nur ein Produkt in der Summe stehen und die Summe soll ab n größer gleich 0 beginnen. So, zunächst können wir die Summe aufsplitten in drei einzelne und hier das x überall mit rein multiplizieren. Der vordere Teil ändert sich nicht. Plus Summe von n größer gleich 3, 5 a n minus 1 x hoch n, plus Summe von n größer gleich 3, minus 7 a n minus 2 x hoch n, plus Summe von n größer gleich 3, 3 a n minus 3 x hoch n. Genau, jetzt haben wir hier noch ein n minus 1, aber hier ein n. Die Idee ist jetzt, dass wir mit Hilfe dieses Index-Shiftes hier die Summe, hier die Grenze in der Summe verändern, um entsprechend hier ein an zu bekommen. Da müssen wir also hier dann eine 2 draus machen und dann würde hier prinzipiell n plus 1 stehen. Und um das zu verhindern, können wir dann
damit das plus 1 da nicht steht, das x hoch n dort noch hinschreiben. Das ist jetzt, was wir in den folgenden Schritten machen wollen. 1 plus 5x plus 19x² plus. Erstmal wollen wir den Index verringern, um eben genau diese Zahl n größer gleich 2, 5an mal x hoch n plus 1 plus, hier müssen wir jetzt minus 2 rechnen, 3 minus 2 sollte 1 sein, minus 7an x hoch n plus, hier entsprechend minus 3 rechnen, 3 minus 3 sind 0, 3an x hoch n plus 3, hier habe ich natürlich das plus 2 vergessen. Genau, jetzt können wir Sachen, die noch stören. Wir wollen ja an x hoch n und nicht 5an oder minus 7an da haben. Das heißt, jeweils dieses Plus im Exponenten stört und der Vorfaktor. Das können wir jetzt alles einfach rausziehen und vor die Summe schreiben, weil die Summe ein linearer Operator ist. 19x² plus 5x mal Summe von n größer 2 an x hoch n plus Summe von n größer 1. Jetzt habe ich das vergessen vorzuziehen. Also aus dem Plus wird ein Minus, 7 minus 7x² mal Summe von n größer 1 an x hoch n plus 3 mal x hoch 3 Summe von n größer 0 an x hoch n. Der Ausdruck sieht schon mal gut aus. Hier haben wir noch zu viel in dem Sinne. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir könnten die Summe auch einfach schreiben als n größer 0 an x hoch n minus a0 x hoch 0 minus a1 x hoch 1. Dann ist das prinzipiell wieder das gleiche, wie wir hier stehen haben. Wir müssen halt nur, wenn wir durch den Index-Shift zwei Elemente hinzufügen, die auch wieder abziehen. Warum können wir das jetzt machen? Weil wir a0 und a1 bereits kennen und dementsprechend das Ganze einsetzen können. Das konnten wir vorher nicht. Beziehungsweise hatten wir da noch andere Probleme. Genau, das heißt, das machen wir einmal hierfür, hierfür und hierfür brauchen wir es nicht, weil da schon 0 steht. Das heißt, das bleibt wieder alles vorne entsprechend gleich. Plus 5x. So, hier wissen wir, das ist einfach a von x, weil das so definiert ist. Das heißt, das hier ist auch a von x. Also ist das einfach 5 mal a von x minus a0 war 1, x hoch 0 ist 1, a1 x hoch 1 ist exakt dieser Ausdruck, minus 5x. Das gleiche können wir jetzt für die zweite Summe machen. Das ist dann, da müssen wir nur noch den ersten Term abziehen, also minus 1 und hinten plus 3x hoch 3 mal a von x. Soweit, so gut. Jetzt können wir das so umformen, weil hier jeweils ax steht, dass wir das Ganze ausklammern und umformen, so dass hier dann entsprechend 1 plus, wenn wir das alles umformen, x² plus 5x minus 7x² plus 3x hoch 3 mal ax steht. Also das ist jetzt wirklich nur noch
multiplizieren und umformen und zusammenrechnen. Den Schritt erspare ich euch, weil das Video wahrscheinlich sowieso schon viel zu lang wird. Genau, und jetzt will man diesen Ausdruck nach a von x umstellen. Also man hat ja prinzipiell hier auf der linken Seite a von x und hier auch. Das heißt, wenn man das Ganze auflöst nach a von x, bekommt man dann durch weiteres Umformen, das einfach nur simple Termumformung ist, 1 plus x Quadrat durch 1 minus 5x plus 7x Quadrat minus 3x hoch 3. Genau, da müsstet ihr dann einfach mal nachrechnen. Hier ist ja 1a von x und hier haben wir so ein paar Ausdrücke mehr. Entsprechend, wie gesagt, einfach nur reine Gleichungsauflösung und Umformung. So, das war jetzt der erste Schritt im Algorithmus. Wir haben a von x in einen rationalen Ausdruck umgeformt. Jetzt der zweite Schritt sagt, wir wollen das Polynom im Nenner in Linearfaktoren zerlegen. So, zweitens. Das heißt, wir sind interessiert an 1 minus 5x plus 7x Quadrat minus 3x hoch 3. Und bei Linearfaktoren müsste man eigentlich immer Nullstellen berechnen. Und da wir jetzt ein Polynom dritten Grades haben, müssen wir die erste Nullstelle leider immer raten. Und durch Raten weiß man dann, dass x gleich 1 eine Nullstelle ist. Dann können wir mittels Polynomdivision herausbekommen, dass 1 minus 5x plus 7x Quadrat minus 3x hoch 3 durch x minus 1 entsprechend 1 minus 4x plus 3x Quadrat ist. Das heißt, hier wissen wir schon mal, das ist x minus 1 mal 1 minus 4x plus 3x Quadrat. Das ist noch nicht linear, also PQ-Formel, 3x² minus 4x plus 1 gleich 0. Für die PQ-Formel müssen wir erst durch 3 teilen, x² minus 4 Drittel x plus 1 Drittel gleich 0. P ist gleich minus 4 Drittel, Q ist gleich 1 Drittel. PQ-Formel sagt, x2,3 ist minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe Quadrat minus q. Und wenn man das dann einsetzt, hat man x2 ist gleich 1 und x3 ist gleich 1 Drittel. Das heißt, insgesamt wissen wir dann 1 minus 5x minus 7x Quadrat minus 3x hoch 3. Lässt sich schreiben als doppelte Nullstelle bei 1 mal einfache Nullstelle bei 1 Drittel. Also könnten wir entweder x minus 1 Drittel schreiben. Da wir aber wirklich nur an Nullstellen interessiert sind, können wir das auch einfach umformen, dass wir da 1, dass wir da 3x minus 1 stehen haben. So. Prinzipiell könnte man auch die Vorzeichen verändern, dass wir dann minus x plus 1 da stehen haben. Je nachdem, wie ihr das macht. Es geht ja, wie gesagt, nur um die Nullstellen. Und bei den Nullstellen ist das Vorzeichen ja egal. Das heißt, jetzt haben wir hier ein Produkt aus Linearfaktoren.
und sind dementsprechend mit dem zweiten Teil auch fertig. Das heißt, jetzt folgt die Partialbruchzerlegung und die machen wir wie folgt. A von x ist gleich irgendeine Funktion g1 durch die erste Nullstelle, also 1 minus x Quadrat plus g2 von x durch die entsprechend zweite Nullstelle. Und wir wissen außerdem, weil wir Partialbruchzerlegung haben, dass eben der Grad von g1 kleiner 2 sein muss und der Grad von g2 kleiner 1. Das heißt, da können wir schon wirklich, weil wir das wissen, die Polynome durch Polynome, die so eine Form haben, ersetzen. Also g1 ist einfach sowas wie g1 von x ist einfach sowas wie u plus vx und g2 ist dann einfach irgendein w. Also das ist dann wirklich konstant. Das können wir jetzt an der Stelle direkt einsetzen. Also u plus vx durch 1 minus x Quadrat plus w mal 1 minus 3x. Genau, wenn wir das Ganze jetzt auf einen Bruch schreiben wollen, multiplizieren wir entsprechend den rechten Bruch einfach mit 1 minus x Quadrat und den linken Bruch mit 1 minus 3x. Dann erhalten wir u plus vx mal 1 minus 3x plus w mal 1 minus x Quadrat. Und die Nenner müssen wir einfach nur zusammenschreiben. 1 minus 3x. So, jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen umformen, dass dann da steht u plus w plus minus 3u plus v minus 2wx plus minus 3v plus wx². Also warum haben wir das so umgeformt? Hier steht kein x, hier steht exakt ein x und hier steht x². Damit wir dann entsprechend den Koeffizientenvergleich machen können. 1 minus x² und 1 minus 3x im Nenner. So, womit wollen wir überhaupt vergleichen? Hier haben wir diesen Ausdruck. Und hier sieht der Nenner zwar einfacher aus, aber wir hatten den ja exakt so berechnet, dass das genau das Produkt ist. Deswegen können wir ja hier jetzt sagen, dass das exakt der gleiche Ausdruck sein soll. Also dieses a von x hat ja den gleichen Nenner wie dieser Ausdruck. Das haben wir so konstruiert. Und jetzt muss auch das obere übereinstimmen. Also 1 plus x² soll das hier sein. Das heißt, das hier soll gleich 1 plus x² sein. Und da sehen wir halt schon direkt, dass dieser Term 0 sein muss, weil hier kein x einzeln auftaucht. Dieser Term muss 1 sein, weil 1 der Vorfaktor von x² ist. Und das hier muss auch 1 sein. Das heißt, jetzt erzeugen wir daraus ein lineares Gleichungssystem. U plus w ist gleich 1, eben wegen dieser 1. Minus 3u plus v minus 2w ist gleich 0, weil hier in 1 plus x Quadrat nichts drinsteht, was exakt ein x hat. Und minus 3v plus w soll gleich 1 sein, wegen diesem Vorfaktor 1. So, jetzt kann man lineare Gleichungssysteme lösen, wie man das entweder in der Schule oder in der linearen Algebra gelernt hat. Das überlasse ich auch einfach mal euch. Wenn nicht, müsstet ihr euch dazu andere Videos anschauen. Dann ist u gleich minus 3 halbe, v gleich 1 halb und w
gleich 5 halbe. Genau, das heißt, jetzt haben wir auch die Partialbruchzerlegung soweit erledigt. Und können uns dann anhand dessen um unsere geschlossene Formel kümmern. Also, a von x, hatten wir ja gesagt, ist gleich 1/2 mal minus 3 plus x durch 1 minus x Quadrat plus 5 durch 1 minus 3x ergibt sich dann dadurch. Wenn man entsprechend das so einsetzt, dass man u plus vx durch 1 minus x Quadrat rechnet plus w durch 1 minus 3x. Also hierfür entsprechend einfach das einsetzen, was wir hier ausgerechnet haben, ein bisschen umformen, dann landet man an dem linken Ausdruck. Und jetzt wollen wir das wieder in so eine Art geometrische Reihe basteln. Da erinnern wir uns nochmal kurz, was hier oben stand. Wenn wir Potenzen haben, müssen wir diesen Ausdruck anwenden. Und wenn wir und dann kommt entsprechend so ein schöner Binomialkoeffizient dahin. Das heißt, wenn wir jetzt unsere geometrische Reihe anwenden, dann ist das Ganze gleich 1/2 mal das hier stört in dem Sinne. Minus 3 plus x schreiben wir also vor die Summe. Mal Summe von n größer 0. Jetzt ist unsere Potenz 2, das heißt 2 minus 1 plus n über n, x hoch n, umgeformt. Das ist wie gesagt einfach nur dieser Ausdruck. Also hier stand halt a als 1, m ist wie gesagt 2 und dann kommt dieser Ausdruck bei raus. Und bei dem anderen müssen wir die 5 nach vorne ziehen, weil die, wie gesagt, nicht in der Formel vorkommt. Und da könnten wir auch einfach die Potenz einsetzen. Die ist in dem Fall 1, 3 hoch n, x hoch n und landen dann hier. Und jetzt haben wir Binomialkoeffizienten, die wir direkt ausrechnen können. Hier der Wert ist einfach n plus 1 und hier der Wert ist 1. Das heißt, wir haben hier 1/2 mal Summe von n größer 0 minus 3 n plus 1 x hoch n plus Summe von n größer 0 n plus 1 x hoch n plus 1 plus Summe von n größer 0 5 mal 3 hoch n mal x hoch n. Und wenn man das dann weiter umformt, kommt man zu n größer 0, 1/2 mal minus 3 n minus 3 plus n mal 5 mal 3 hoch n x hoch n. Und schließlich n größer 0, 1/2 mal minus 3 minus 2 n plus 5 mal 3n hoch x hoch n. So, jetzt haben wir etwas, was eigentlich schon genauso aussieht. Hier steht unser an, das ist unser x hoch n, also ist an gleich minus 3 durch 2 minus n plus 5 halbe mal 3 hoch n. Dementsprechend sind wir jetzt fertig. Das heißt, wir haben wirklich nur diesen Algorithmus einmal angewendet, haben angefangen, a von x in einen rationalen Ausdruck umzuformen, die Zerlegung des Polynoms im Nenner in Linearfaktoren durchgeführt, um dann die Partialbruchzerlegung zu machen und dann anhand oder mittels Koeffizientenvergleichs und der geometrischen Reihe
an bestimmen.